Hallo, hier ist wieder euer Knochenbose LP mit dem letzten Part von Mario Kart 8. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich alle 90 Stempel gesammelt und auch die 10.000 Münzen geknackt. Das heißt, ich habe alle, wirklich alle Kartteile, die es in Mario Kart 8 gibt. Ich zeige euch hier nochmal die Stempel, alle 90 Stempel. Ist das? Ach so, ihr könnt das ja gar nicht sehen. Ja, egal, ich habe alle 90 Stempel gesammelt. Ich habe 10.000 Münzen. Und ja, weil wir jetzt die 10.000 Münzen haben, würde ich sagen, wir beenden dieses Let's Play. Warte kurz. Okay. Ich habe wohl schon den Blitzcup gemacht, aber ich lasse Mario nochmal die Chance, hier sein Bestes zu geben. Hier sei der Goldgleiter. Und ja, dann beende ich dieses Let's Play mit dem letzten Cup, nämlich dem Blitzcup, den ich eigentlich schon gemacht habe. Aber egal, dann machen wir ihn halt. Los geht's! Was auch sehr komisch ist, weil ich habe ihn eigentlich freigelassen und irgendwie habe ich den Blitzcup gemacht und ach egal, dann ist ja. Muss ja nicht sein. Es ist auch sehr schade für mich selbst, dass ich das Let's Play jetzt beenden muss. Dass das hier jetzt der letzte Part ist. Ich meine, wir haben ja noch Mario Kart 8 online, aber trotzdem ist das sehr, sehr traurig für mich selbst. Ich meine, es ist mein erstes Projekt, das ich als erstes gestartet habe. Und jetzt muss ich es wieder beenden. Ist schon ein trauriger Moment, wenn ein Projekt beendet werden muss. Ja, Leute. Das ist sehr, sehr traurig. Naja, man kann ja nichts gegen machen. Ein Let's Play muss auch irgendwann enden. Und ja, wer Bock hat, kann auf meinen Zweitkanal vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung. Halt nur so. So, der letzte Cup, der Blitzcup. Ja, hier wird es bestimmt wieder so krass um die Wurst gehen. Ich meine, guckt euch das an, die Computergegner, die. Ja, die haben schon in den letzten Mario Kart 8 Parts echt viel randaliert. Und jetzt auch hier in diesem bestimmt auch. Mit der Stachypanzer. Ja, wir wissen ja alle, was da macht. So, es sieht gut aus. Wir sind Erster und der Goldgleiter. Ja, da kommt der Stachypanzer. Hallo! Ja, entschuldigt wegen diesen ganzen Stocker-Dingern. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wie man das machen. Ich weiß nicht, wie man das ändern machen kann. Ändern machen kann? Was ist das für ein Wort? Satzbau. Ändern machen kann. Don't know. Manchmal stoppt das so an manchen Stellen, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Kannst du mir in die Kommentare schreiben. Also an der Capture Card kann es nämlich nicht liegen. Oder liegt es an der Bildschirmgröße? Also ich glaube nicht, dass man bei der Wii U die Bildschirmgröße bestimmen kann. Also da muss schon was anderes dran liegen. Ich habe keine Ahnung, das war doch noch nie. Ich habe mir auch noch das Mario Kart 8 Online Video angesehen, da hat es auch so blöd an manchen Stellen so rumgestockt. Irgendwie, da kam immer so, das ist kurz stecken geblieben und da kam so pixelig. Weiß ich nicht, was man da machen kann. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Im letzten Part darf das nicht sein. Naja, das erste Rennen ist schon mal mit geschafft. Also, ja, erste Rennen geschafft. Auf ins nächste. Eieiei, ich weiß schon, welches Projekt als nächstes kommen wird. Und ich werde es euch verraten. Es ist nicht D-D-D-D, sondern Pokémon Alpha Saphir, das ich heute noch, also Montag aufnehmen werde. Ihr wisst, was ich meine. Heute werde ich es mir nämlich kaufen und den ersten Part aufnehmen. Ist das nicht cool? Ups. Fehlstart. Das macht sich ja immer gut. Schlecht auch so schlecht auf dem Teppich. Naja, Mario. Du kannst das schaffen.
Okay, was habe ich noch? Eine Frage. Damit es hier nicht so langweilig ist, ich meine. Ja, bist du? Ja, Es gibt ein Shiny Tantal. Ja, man kann sich nämlich, wenn man Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin am Release-Tag gekauft hat, oder 4 Tage nach dem Release kauft, so wie ich, da kann man sich ein Shiny Tantal holen. Das ist dann, weiß jetzt nicht, ob das wirklich wichtig ist. Aber ich glaube, es heißt so Tantal, keine Ahnung. Ich werde den Namen dann in die Video einblenden. Und das Bild. Von dem Pokémon. Das muss ich dann erst zu Metern und dann zu Meter groß weiterentwickeln. Ein cooles Pokémon, das auch in mein Team kommt. Er ist nämlich eins von meinen Lieblings-Pokémon, die auf dem. Also mein viertliebstes Pokémon, da kommt noch irgendwie Garados ins Team, Stalos. Und das werdet ihr alle schon. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Also, ja, ich meine, das Spiel ist schon rausgekommen und manche von euch spielen es, manche von euch haben es bestimmt auch schon durchgespielt. Und ja. Ich freue mich schon. Ja, meine Hände zittern. Schon. Nein. Quatsch. Ist da. Egal. Tja, wie geht's mir? Wie geht's mir gesagt? Ich wollte eigentlich sagen. Was ist denn hier los? Was ist mit euch los, Computer? Wollt ihr mich nicht verhauen mit euren Items, mit euren 3 roten Cheetah-Panzern und so? Was ist hier los? Ja, jetzt geben sie nach. Jetzt sagen sie, nee, jetzt lasse ich mal in Ruhe. Weil, keine Ahnung, ne? Manchmal greife ich nicht die. Ja, jetzt. So, daher ich die 10 Münzen nicht mehr brauche, also sammeln brauche. Und weil ich den Goldgleiter schon habe und alle Kartteile brauche. Ja, hallo Stachelpanzer, du kommst leider zu spät. Und apropos Stachelpanzer, mir ist das dann schon wieder passiert. Also dann vorm Ziel. Der kam und ist einfach an mir vorbei gezischt. Kann mir jemand sagen, was das für ein Fehler ist? Oder kann der Stachelpanzer nicht mehr gut zielen? Oder weiß ich nicht, oder ist er alt geworden? Oder ich weiß es nicht. Ist es euch schon mal passiert, dann berichtet es. Also schreibt in die Frage. Mir ist es schon 2-mal passiert und ich frage mich, wie geht sowas? Hat Nintendo jetzt Mitleid mit den ganzen Spielern, dass sie immer von dem Stachelpanzer verdroschen werden? Oder besser gesagt abgeschossen werden? Weil das kann nicht sein, das war ja noch nie. Jetzt irgendwie verfehlt er mich fast immer. Also das hat er nur 2-mal gemacht. Keine Ahnung, woran. Oh, das war schon. Ups. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich in den Dreck reingefahren. Verdammt nochmal. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir sind ja noch Erster. Nur schlimm ist es, wenn ich Zweiter mit dem zweiten Platz ins Ziel fahre. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig. Das wollen wir alle nicht. Nein. Das ist natürlich der letzte Part. Na, die Peach, die will nicht. Ja, aber trotzdem, ich bleib auf den ersten. Da kann mir keiner was. So, ein neuer cooler Abonnent. Hat meinen coolen Kommentar. Oh, verdammt. Mein was sag ich hier für Wörter? Ja, schön, dass die neue Abonnenten mich unterstützt, weil Seiner hat sogar einen richtig coolen Kommentar geschrieben hier, dass ich das mache, was andere nicht haben. Also nicht, dass nur selten das welche machen. Was er jetzt geschrieben hat. Halt sowas, ne? Ich gestalte meinen Kanal auch so, dass es mir so Spaß macht, also
Gefühl, die Leute, die mir zuschauen und die mich dann auch abonnieren, Videos zu machen, also zu Let's Player Parts von meinen Let's Plays zu machen. Also Videos halt. Ne? Von meinen Let's Plays. Und Leute, ich sag's nochmal, ich mach diese Videos aus Spaß, weil ich Spaß dran hab und ja, ich will das jetzt nochmal sagen, ansonsten kriege ich noch hier, wisst ihr, ne? Ja, cool, dass mir solche Abonnenten auch noch anschreiben, also es macht ja fast jeder immer. Und ja, aber ich hätte nicht gewusst, dass ich jetzt auf die 30 Abonnenten zukomme. Das hätte ich nie gedacht. Aber ihr solltet auch bedenken, dass die liebe BlackDogLP nicht so viele Abonnenten hat, wie sie eigentlich dachte. Sie steht immer noch auf 7 Abonnenten, will auch die 10 erreichen. Vielleicht auch die 20. Ich werde auch bald eine Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag werde ich eine Kanalvorstellung von ihrem Kanal machen, damit sie auch viele Abonnenten kriegt, so wie ich, und auch vielleicht ein paar Abonnenten zu ihr rüberspringen und sagen, hey, du bist doch ganz gut, dich abonniere ich und ja. Ja. Ist also, man muss andere unterstützen, auch wenn deren Videos jetzt nicht so gut sind, die müsst ihr einfach schreiben, ja, du musst das und das verbessern und dann läuft's gut und deine Videos sind sowieso ganz gut und ja, ne? Ich meine, man muss ja auch auf die kleinen Let's Player achten. Die Einsteiger. Oh, was mache ich denn hier? Die Einsteiger. Ne? Denk doch mal daran. Nicht mal schreiben, nee, du bist schlecht. Nein. Dann seid ihr böse und dann dislike ich euch die ganze Zeit so eure Videos so. Nein. Also es wäre so schon so. Es ist nur eine Empfehlung, aber es wäre schon sehr schön. Ich habe es schon in mehreren Videos erwähnt, aber trotzdem. Es ist. Ja. Hilft dir doch mal einer. Damit ich hier nicht so komische Wörter raushauen muss. Okay. Wir haben den Cup geschafft. Unglaublich. In jeder Strecke erster. Wow, Mario. Du hast dich gut geschlagen mit dem, mit der Bulli. Ich wollte gerade Beta-Schall haben. Wow. 3 Sterne. Leute. So. Da ist er, der Blitzcup-Pokal mit 3 Sternen. Und dann würde ich auch sagen, ich beende dieses Let's Play an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu Let's Playen und selbst zu spielen und alles halt. Dann würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, ciao.